Alter, guck mal, die bilden ja sogar Schlangen. Guck mal, wie geil. Nicht drängeln. Das ist ja abgefahren. Wir haben einen Stau. Wir haben Stau. Der Superstau. Jetzt im Kino. Okay, es geht so ähnlich. Ist so ähnlich. Ich hab's ja fast geschafft. Willkommen zu Pioneers of Pagonia. Die Demo, liebe Leute. Ich wollte schon vorher spielen, aber es kam viel dazwischen. Es geht los, ja? Das Spiel hatte ich schon lange auf der Liste und ich habe auch schon E-Mail-Verkehr gehabt. Und da werden wir auch wahrscheinlich Vollversion spielen. Und obwohl es noch gar nicht gespielt habe. Unfassbar. Wir spielen. Guck mal, hier gibt's drei Karten. Karte, ergiebiger Wald, leicht. Karte, feuchtes Grasland. Karte, trockenes Gestein. Komm, wir nehmen Karte, feuchtes Grasland. Auch wenn es ein bisschen schmutzig klingt. Oh. Oh, oh, Liviosa, oh. Los geht's. Pioniere von Pagonia. Pagonia. Das sieht immer so nett aus, ne? Wenn Leute irgendwo siedeln. Die kommen an und können sofort Kleidung herstellen, Schmiede bauen, kein Problem, ne? Über sind Früchte und Tiere und alles sind glücklich. Cool, das sieht schon mal gut aus. Achso, wir haben das Schiff, da sind wir so. Will die reden? Hallo? Los, ihr Landratten! Schiffsratten, es wird gearbeitet. Oh, guck mal, das sieht hübsch aus, oder? Guck mal, das ist so extrem Siedler hier, guck mal! Okay, Karte bewegen. Zoom. Bestätigen. Okay, pass auf, ich brauche keine Hilfe. Okay, ich kann Wege machen, aber ich glaube, die laufen noch selber. Kann das sein? Oh, guck mal. Oh, das ist gut. Machen wir so. Machen wir so. Pass auf, wir fangen an. Ich kann das. Holzfällerhütte. Wenn ich kann... Gebäude platzieren, Gebäude drehen. Rechte Maustaste. Soll ich den lieber hier oben hinbauen? Aber ich glaube, die Bäume können wir ruhig wegmachen. Das wäre eine gute Idee. Ach, die Musik ist schön, oder? Ach ja, die Musik. So schön. Nee, das geht so nicht. Letzten Wegpunkt entfernen. Guck mal, hier ist so ein Ding und hier ist so ein Ding. Da kommen sie. Pioniere von Pagonia. Es ist soweit. Guck mal, die haben sogar eine richtige Pontonbrücke gebaut. Finde ich auch gut, weil so nah dran. Ich meine, die Schiffe können auch einfach stranden. Aber ich denke, das wäre ein Problem, dann wieder loszufahren. Naja, ein bisschen Schwund ist immer. Ne, man sollte es ja auch irgendwie drauf anlegen. Ich mache mal gerade die Grafik schöner. Ich meine, noch schöner. Ja. UI-Scaling. Ich meine, ne, eigentlich ist das okay. Upscale-Video, LOD-Reichweite, adjust the range, which LOD is switched. LOD. Sowas wie, ich wollte die Musik leiser machen. Obwohl die sehr schön ist. Sonst ist der Sound ziemlich gut eingestellt. Also, dann bauen wir den Weg dahin halt. Machen wir so. Oder machen wir so? Machen wir halt so. Ich mag halt so Kanten, ich mag eigentlich eher Kurven. Aber das geht ja schon. Ich bin eher der kurvige Typ. Das sowieso. Sägewerk. Nadelholzstamm, Laubholzstamm. Oh, geil, es gibt verschiedene Holzarten. Forsthaus. Das bauen wir hier noch nicht. Benötigt Wasser. Los, ihr Maden, baut schneller! Ja, Captain, sehr gut. Sehr gut, Jonathan. Unterstützt mich in meinen Tätigkeiten. Sir, Sie können nichts Besseres tun, als von Ihrem Schiff zu brüllen und die Leute zum Arbeiten antreiben. Ich weiß, Jonathan, das habe ich durch viele Jahre Arbeit gelernt. Genau, ich stehe auf dem Schiff und brüll zu. Ich bin der Beste. Und da kommen noch mehr. Also ich bin ja gespannt, ne, ob es hier Karren gibt oder ob sie alles wieder über die Schulter tragen. Der große Moment des
haben wir reingebracht, dass schwere Objekte auch mit Karren transportiert werden können. Oder, ne, ich meine, das ist ja immer so, ich frage mich halt immer, wann die auftauchen, die Sachen in Spielen. Das ist so das Seltenste überhaupt in Aufbaustrategie-Spielen, dass die, die Erfindung einer Schubkarre oder eines Handkarrens anscheinend in jeder zivilen Zivilisation der Computerspielwelt verschwunden sind oder nur nebensächlich minimal benutzt werden. So als, ja, wir haben ja so einen Karren, aber den benutzen wir nur, wenn wir irgendwie wirklich wollen. Es gibt äußerst wenig Spiele, die tatsächlich auf Schubkarren oder Handkarren setzen. Und ich glaube, so richtig gut habe ich das nur gesehen in Ostriff und in Manor Lords. Also wo es wirklich viel passiert. Diese Folge, wir bauen eine Holzfällerhütte. Ich will jetzt nicht unbedingt wieder schnell drücken. Okay, pass auf. Wir bauen eine Sammelhütte. Guck mal, da gibt es auch überall Sammelfrüchte. Machen wir die hier hin, ne? Hochelt ein bisschen, wenn wir das setzen, aber das macht nichts. Sehr schön. Farmland. Nahe einer Farm platzieren, damit Farmer die Felder bearbeiten. Farmland benötigt keine Straßenanbindung. Getreidefarm. Gemüsefarm. Jagdhütte. Sammelhütte. Okay, jetzt müssen wir gucken. Da ist ein, die laufen überall rum wahrscheinlich. Jagdhütten sind in vielen Spielen immer so nur kurzzeitig etwas. Ich würde mich mal freuen, wenn die permanente... So, das werden wir jetzt einfach mal hier hinbauen. Ne, das sind Steine. Aber hier sind ja Wildtiere. Ich will nicht so viel Wasser drin haben. Machen wir so. Das ist die B8. Die Hauptverkehrsstraße hier. Ich bleib mal quadratisch, ja? Ah, die Musik fängt an. Sehr gut. Krieg ich richtig Bock auf Foundation wieder. Guck mal, wow. Guck mal, das ist aber echt viel im UI. Ich weiß nicht, ob ihr das lesen könnt auf dem Handy oder so. Baustellen. Baustellenträger. Planerinnen. Zimmerer. Wachen. Nadelholz. Nadelholzbalken. Laubholzbrett. Stein. Grenzstein. Grenzsteine gibt's sogar. Kupfer. Kohle. Eisenbahn, Silberbahn, Silbermünzenration. The Venturer, die hat sogar einen Namen. Kann ich die umbenennen? Ach, guck mal, hier gibt es sogar Farmerinnen und Farmerinnen und Minenarbeiter. Krass, so viele verschiedene Berufe, aber wie... Müssen die dazu ausgebildet werden? War das eigentlich auch bei Siedler so? Weil irgendwie habe ich da was im Kopf. Proviantmacher, aha. Proviantmacher stellen Rationen für Entdecker und Schatzjäger her. Setzja wäre cool. Kleines Wohnhaus. Träger, die hier wohnen, werden sich fortpflanzen, wenn Genussmahlzeiten verfügbar sind. Aha. Genussmahlzeiten. Jetzt bauen wir eine Jagdhütte. Sammelhütte, Holzfäller haben wir. Ich glaube, wir brauchen bestimmt ein Sägewerk. Das Sägewerk kommt hier hin. Und dann brauchen wir wahrscheinlich noch einen Steinbruch. Was ist denn hier los? Was ist das denn da? Na, ich lasse den erstmal machen. Was ist denn das jetzt hier? Typen mit Hüten. Guck mal, und Äste sammeln sie auch. Ich lasse jetzt erstmal bauen, weil ich bin immer so schnell. Was alles sammeln sollen. Äste. Oh, ja, Videopaddle. Bimble Bumbla. Steine haben wir noch 120. Ich glaube, da müssen wir jetzt nicht so ackern. Aber die brauchen keine verarbeiteten Holzsachen, ne? Nur Stämme. Okay. Aber es ist trotzdem, dass wir schon mal das Sägewerk bauen, ist, glaube ich, gut.
Jetzt will ich nochmal sehen, wie jemand ein Baum fällt. Ein Holz fällt. Ach, die Wurzeln machen sie auch weg. Wie schnell die das auch machen, ne? Hat er die Wurzeln wirklich weggemacht? Ach nee, der Baumstumpf liegt noch auf dem Boden. Das finde ich sehr gut. Sie machen ihn also klein, damit er handlicher wird. Das finde ich schon mal gut. Das erklärt so ein bisschen, warum sie es tragen können. Warte mal, bei Ostrift tragen die doch auch, glaube ich, direkt drei Stämme auf dem Rücken, oder? Die haben aber auch so einen Karren. Ich bin mir nicht mehr so sicher. Ich glaube, das war ein schlechter Vergleich. Bin geil auch, wie das Zeug hier oben drauf liegt. Ist das wirklich die Ware, oder ist das nur Fake? Ich glaube, er sieht danach aus, dass das wirklich was ist. Sir, warum haben wir denn, Moment, 120 Grenzsteine im Lagerraum? Unser Schiff wird so richtig schwer. Sollten wir nicht eher Nahrungsmittel transportieren in ein neues, fernes Land, was wir noch nie erkundet haben? Nein, Grenzsteine! Wir müssen unser Land markieren mit großen, schweren, kleinen Grenzsteinchen. Okay, stimmt. Hier noch die Deutschen irgendwo hinsegeln können, weißt du? Paragraf D85c verlangt, dass wir das, ordentlich machen. Grenzsteine. Ja, Herr. Guck mal, jetzt hat er hier noch was gepflanzt. Nee, ist ein Alt, oder? Also ich muss sagen, die Holzfäller sind sehr effektiv in dem, was sie da tun. Die gehen schnell hin, hacken das schnell, bringen es zurück. Also ich finde mal interessant, ob sie die Wurzeln entfernen oder nicht. Weil Wurzeln entfernen ist so Baumwurzeln. Oh yeah. Die Meisterjäger. Guck mal, so sieht Siedler aus, ne? So, das spielt sich schon echt gut. Guck mal, was macht er denn da? Hallo! Guck, was machen die denn jetzt da? Bewundern die ihr Werk? Und er... Ja, fegt den Rasen. Okay, sehr gut. Braucht man für das Sägewerk eigentlich, wenn man das bauen, überhaupt irgendwie was Besonderes, wie so ein Sägeblatt? Nee, ne? Jetzt arbeiten die da, okay. Faszinierend. Wussten die direkt, dass sie da arbeiten, bevor das Gebäude überhaupt fertig ist? Dass ich sowas mal erleben darf? Ist das so, dass das Sägeblatt so da drüber gelegt wird? Interessant. Okay. Gut, dann jetzt weiter. Wir brauchen... Einfach weil ich denke, wir sollten es bauen. Ein Steinbruch. Guck mal, hier ist überall so Zeug. Ist das irgendwie... Das ist überall neben dem... Guck mal, die Bäume verschwinden nicht einfach. Das ist auch gut. Wir machen das jetzt mal hierhin so. Dann haben wir das auch. Steinmetz. Hä? Warte mal, wir haben einen Steinbruch, ein Steinmetz und eine Steinmühle. Oh yeah. Baustellencamp. Unterkunft für Bauarbeiter, die hier kommen, wenn sie auf eine neue Aufgabe warten. Zwei Stoff. Wie viel Stoff haben wir denn überhaupt? Herr, wir hätten lieber Stoff mitnehmen sollen als Grenzsteine. Schweig! Du Narr! Du hast doch keine Ahnung. Ich glaube, da oben steht nichts oder wir haben noch hier irgendwas drin. Hauptsache, die Grenzsteine werden 30 Stoff. Ich meine, Wachturm. Damit können wir wahrscheinlich die Grenzsteine erweitern. Ich lese jetzt mal nicht nach, was wir denn machen. Brunnen. Ich weiß nicht, ob ich hier einen Brunnen hinbauen soll. Ich mache einfach mal, ja? Was steht da? Brunnen. Brunnenmeister sammelt Wasser zum Kochen für die Pflanzen und den Pflanzenanbau. Gut, dann machen wir das dafür. Windmühle. Getreidefarm. Gemüsefarm. Jagdhütte. Ah, hier. Bevölkerung. Kleines Wohnhaus. Proviantmacher. Wohnhaus. Marktbrunnen. Aha. Stellt Trinkwasser für Genussmahlzeiten zur Verfügung. Muss in der Nähe von Marktständen und einer Taverne platziert werden. Marktstand. Sowas finde ich immer cool. Ich fand das auch bei Foundation sehr geil. Taverne. Esstisch. Gut, wir nähern uns vielleicht. Geil, das sind die ganzen Minen. Weberei. Münzprägerei, wichtig. Gildenhaus, Werkzeugschmiede, Holzwerkstatt, Waffenschmiede, Rüstungsschmiede,
Kunstschmiede, Militärakademie, Abenteuergilde, Arkane Akademie. Lagerung, Lager. Ah, zwei Lager. Wir passen da nicht hin. Schatzkammer. So, jetzt will ich nochmal gucken. Also. Ich kann auch einfach anfangen und gucken, was passiert. Aber ich finde diese... Was ist denn eine Genussmahlzeit? Ist das einfach ein Brot? Sonst bauen wir jetzt einfach mal Marktstände und so. Taverne, Esstisch, Stein, Stein, Stoff. Pass auf, wir bauen jetzt mal erstmal so eine Wohnstraße hier. Nochmal zwei Häuser. Und dann fangen wir an, irgendwie... Okay, Marktstände und Proviantmacher steht da nur. Aha, Brot, Fleisch, Hasenfleisch, Ration, stellt Ration her. Okay, pass auf, dann kommt der... Wir irgendwo gerne einen Marktplatz hinbauen oder so. Marktstände. Immer nur einen erstmal. Gut, dann kommt jetzt hier auch ein Brunnen hin. Was finden wir? Zwei Seile? Ah ne, da kann ich ihn hinsetzen. Zu viel Salzwasser dann, ja? Gut, dann warten wir damit noch. Obwohl, das brauchen wir zum Kochen. So. Jo, das rege Treiben. Mach ich denn jetzt irgendwas mit dem Kürbis? Marktstände. Wir warten jetzt erstmal, bis das fertig ist. Weil wir haben ja Fleisch und Beeren. Ziemlich viele Beeren sogar. Muss ich jetzt sagen, was hier gelagert wird? Alles. Alles. Ach du Scheiße. Bring das Zeug aus der... Alter, guck mal, die bilden ja sogar Schlangen. Guck mal, wie geil. Nicht drängeln. Das ist ja abgefahren. Wir haben einen Stau. Wir haben Stau. Der Superstau. Jetzt im Kino. Kann ich hier irgendwie Screenshots machen? Warte mal. Der ist der Superstau. Ah, Tab. Kann ich jetzt Pause machen irgendwie? Tja, ich kann die Kamera leider nicht irgendwie kippen. Dazu gibt es irgendwie noch ein... Ne, das ist wieder so ein Problem. Du hast ein... kannst nicht... Ich verstehe nicht, warum die das immer machen in Spielen. Damit du nicht irgendwie zu nah ranzoomen kannst und irgendwie... Aber zum Screenshots machen ist das die Hölle. Pioneers of Pangonia.
Nirgendwo sonst findest du mehr Abschaum als hier. Wunderschön. Oh, was ist da los? Jonathan, was ist da los? Ich gucke her. Okay, jetzt hat es wieder aufgehört. Guck mal, hier wird Proviant jetzt gemacht. Und gekehrt natürlich. Aha. So, dann müssen wir jetzt mal Farmland bauen, damit wir das haben, bevor ich jetzt hier weiter nachdenke. Guck mal, Mais, Flachs, Weizen. Kürbis oder Kohl? Keine Möhren oder so? Oh Mann, die armen Leute. Wo baue ich denn das hin? Ich meine, hier ist eigentlich eine gute Fläche, glaube ich. Alando! Hier wollte ich die Häuser hinbauen. Wenn der Wald weg ist, ist das bestimmt auch eine gute Anbaufläche. Ja, stimmt eigentlich. Aber wir müssen ja. Weiß nicht, wie viel ich davon bauen soll. Ich mach mal so. Kopfleistenkonfiguration. Also ich finde das cool mit dem Stau. Ich kann mir das aber auch sehr katastrophal vorstellen. So, hier werden jetzt Früchte verkauft. So. Dann haben wir diesen schönen Brunnen. Müsste irgendwie noch so einen Platz bauen können, das wäre schön. Ich glaube, wir brauchen noch andere Zufahrtsstraßen. Wir brauchten mehr Zufahrtsstraßen. Wir werden jetzt das hier mal verbinden. Und jetzt werden wir die Bürger da mal ein bisschen entlasten. So, damit wir mehr Ausweichmöglichkeiten hier haben. Ich weiß nicht, steht hier irgendwo, wie viele Obdachlose oder so es gibt? Oder verfügbare Plätze in Wohnhäusern? Nee, das wird, glaube ich, noch nicht angezeigt. Hamla. Sehr schön. Mann, was eine schöne Musik. Ah, endlich. Ach ja, wie schön. Los, baut ihr Lappen. Bisschen schneller hier. Das sind die Stein... Warte. Steinbrücher. Wie heißen die? Minenarbeiter. Aha. Weil wir haben ja noch... Gibt ja noch den Steinmetz. Guck mal, jetzt haben wir wieder keine Tiere verfügbar. Weißt du? Das ist so ein Klassiker. Tja, wir müssten irgendwie... Ich weiß auch nicht. Man müsste das machen in Spielen, dass Jäger einfach länger brauchen, um ein Tier zu erlegen. Ah. Und der Fehlschlag auch da ist. Dass sie es halt nicht immer schaffen. Und jetzt weiß ich nicht, ob ich noch einen Marktstand bauen soll. Kann ich nicht an einem Marktstand sagen, verkauf nur Proviant. Warte mal. Machen wir nochmal zwei. Aber ich meine, das ist jetzt nur Bären. Guck mal, wenn der Wald weg ist, können wir nämlich... Wir haben die ganzen Büsche hier. Aber die scheinen ja auch leer gesammelt werden zu können. Das ist irgendwie so eine Landzunge. Frage mich, ob ich so ein Bärding bauen soll. So ein Bärding. Wachen können entweder auf Patrouille gehen oder die Grenze deines Gebiets erweitern. 6 Stein. Machen wir mal hier einen hin. Oder sollen wir den wirklich hier hinsetzen? Patrouille gehen.
ich jetzt mal da hin. So. Ich weiß ja nicht, ob das Siedler ist, nach dem guten alten Prinzip oder nicht. Ob es an der Grenze sein muss oder nicht. Ja, willkommen zu einem Siedlerspiel, wo Siedeln eine romantische Situation darstellt. Aber es ist auch, so wird es auch immer dargestellt. Ich meine, ich würde ja schon gerne wissen, wie das so ist. Gerade wenn du in Amerika einfach irgendwo mit einer Kutsche hinfährst und dann irgendwo da siedelst. Gut, es kann sein, dass deine Familie skalpiert wird oder so, aber so ein bisschen Schwund ist halt immer da. Ich meine, ist halt schon ein bisschen kompliziert, das Ganze. So, da wird jetzt das Wachhaus gebaut. Sehr schön. Okay. So, dann haben wir nochmal die zwei Markstände. So, jetzt pass auf. Ach, tatsächlich. Gibt's hier kein Mammelwild. Gemüse. Waldprodukte. Harz. Achso, das kann man auch nochmal. Das finde ich cool. Ja, ich sehe schon, was ihr da gemacht habt. Aber das finde ich sehr cool mit dem Markt. Das fand ich auch bei Foundation schon sehr schön. Jetzt wird da wahrscheinlich beides gleich viel angepflanzt. Ich weiß halt nicht, wie viele Felder jetzt ich brauche. Ich glaube, der Brunnen ist zu weit weg, ne? Ich glaube, wir müssen noch einen Brunnen bauen. Schwadli budli schwadli. Schwadli bubli. Schwadli schwadli. Schwudli. Schwad schwad. Ich glaube, die Büsche werden weniger. Die Büsche. Ich glaube, wir müssen den irgendwann hier oben hinsetzen. Wir werden es sehen. Gut, liebe Leute. Ich muss hier leider aufhören. Wir sehen uns wieder. Nächste Folge bei Pioneers of Pangonia. Danke fürs Zuschauen. Und bis zur nächsten Folge. Nicht vergessen, kommentieren, abonnieren und ein Däumchen da lassen. Das hilft mir sehr. Ihr seid die Besten. Bis dahin wie immer. Haut rein, Leute.